Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu Teil 1 unserer Hexenschule. Und zwar, ich habe euch ja versprochen, dass wir über YouTube eine Hexenschule machen und die soll auch über einen längeren Zeitraum gehen, wo auch jeder seine Fragen stellen kann, die ich gerne beantworte. Und wir fangen heute damit an mit Teil 1. Also ganz zu Beginn würde ich jedem empfehlen, sich ein Schattenbuch zu machen oder eins zu kaufen. Ich zeige euch mal meins. Das ist mein Schattenbuch. Ich habe ein ledergebundenes DIN A5 Buch. Und ja, was schreibt man da rein in so ein Schattenbuch? Eigentlich schreibt eine Hexe alles rein. Ihre Rezepturen, ihre Erfolge. Ja, wenn sie Misserfolge hat, auch die, nein, nur so lernt man. Ihre Gedanken zu bestimmten Themen. Ihre Visualisierungen und da sind wir schon beim Thema. Es geht im ersten Teil um Visualisieren. Und zwar warum? Weil Visualisieren das Wichtigste an der ganzen Magie ist. Je intensiver und kraftvoller man visualisieren kann, umso stärker, umso schneller und intensiver wirkt der Zauber. Es hilft der beste Zauberspruch nichts, wenn man sich das Ganze nicht bildlich vorstellen kann. So, und um das zu üben, fangen wir natürlich mit Teil 1 an, also dem wichtigsten Schritt der Visualisierung, und los geht's. Wir stellen uns vor, ein Bild, also wir schließen die Augen und stellen uns bildlich einen Apfel vor. Wir stellen uns einen wunderschönen roten Apfel vor. Und wenn ihr diesen Apfel auch vor Augen haben könnt, dann versucht ihn möglichst lange vor dem geistigen Auge zu halten. Dann versucht diesen Geruch wahrzunehmen, ganz intensiv den Geruch des Apfels. Die Bestand des Apfels, wie fest er ist, wie saftig er aussieht. Ja, und wenn ihr diesen Schritt geschafft habt, lasst euch Zeit. Zwingt euch nicht dazu, das müsst ihr an einem Abend schaffen. Das ist schier unmöglich, es sofort so zu können. Menschen, die viel meditieren, die tun sich leichter, sich bildlich Geschichten vorzustellen. So wie andere träumen, so kann man das auch im visuellen Bereich machen. Wenn ihr das mit dem Apfel gut beherrscht, dann könnt ihr weitergehen, dann könnt ihr ein Bild nehmen. Ein Bild von einer Person zum Beispiel, die ihr sehr gerne habt, oder ein Bild von einer Person, die ihr gerne heilen möchtet. Und wieder schließt ihr dann eure Augen. Stimmt euch einfach ein, macht euch ganz locker, seid ganz entspannt, atmet tief ein und wieder aus, bis ihr merkt, dass sich die ganzen restlichen Gedanken verflüchtigen. Zurück bleibt dann dieses Bild in eurem Inneren. Versucht es ganz genau zu sehen, jedes Muttermal im Gesicht, jede noch so kleine Unebenheit. Versucht es ganz nah herzuholen. Wenn ihr die Person kennt, dann stellt euch vor, was für ein Rasierwasser hat der oder was für ein Parfüm trägt die Frau. Versucht es zu riechen. Und wenn ihr das riechen könnt, dann versucht dieses Gefühl zu kriegen für diese, was fühlt ihr dabei? Wie tief könnt ihr fühlen? Wenn es um eine Person geht, die ihr sehr liebt, dann versucht diese ganze Liebe in dieses Bild zu projizieren vor dem geistigen Auge. Wenn ihr das könnt, dann geht noch einen Schritt weiter. Dann versucht euch ein Ziel vor Augen zu setzen, wie ein kleiner Film. Lasst ihn ablaufen, wie die Person zu euch kommt, wie ihr euch umarmt. Und wenn es um Gesundheit geht, dann stellt euch vor, wie ihr mit der Hand über diese Person streift. Und mit jedem Mal, wo ihr drüber streift, verschwindet diese Krankheit. Die löst sich auf. Wenn ihr das genauso könnt, dann seid ihr fast, fast
fast am Ziel, weil das ist der Grundstein einer jeden Hexe. Der Grundstein, den ihr braucht, um später mit Ritualen positive Sachen zu bewirken. Ja, setzt euch dabei nicht unter Druck. Es zählt einfach nur üben, üben, üben. Ich weiß, dass ihr das schaffen könnt. Jeder Druck, den ihr euch selbst setzt, wo ihr sagt, das muss ich hinkriegen, das muss ich doch schaffen, das geht doch. Ihr werdet es schaffen. Aber nicht, wenn ihr euch unter Druck setzt. Und erst wenn du das Innere, das Bild, das du vor Augen hast, wenn du die Augen schließt, das visualisierte Bild, riechen, schmecken, anfassen, fühlen kannst, dann hast du den ersten Schritt zur Hexe getan. Visualisierung ist der Grundstein eines jeden Rituals. Egal, ob es um Voodoo geht oder um Schädelmagie oder um Kerzenmagie, es ist der Grundstein. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Gib einfach nicht auf. Es wird nicht sofort klappen, aber gib nicht auf. Glaub ganz fest an das, was du tust, und verlier den Glauben nicht an das Ziel, das du vor Augen hast. Ja, das war jetzt mal eine Übung für euch. Übt. Ihr müsst auch keinen Apfel nehmen. Ihr könnt auch eine Orange nehmen oder eine Zitrone oder egal was. Ihr könnt auch gleich mit dem Bild anfangen. Es ist einfacher, wenn man sich eine Frucht zuerst vorstellt. Ja, und wenn ihr das wirklich gut könnt, dann könnt ihr mit Bildmagie arbeiten. Bildmagie ist auch eine Visualisierungssache, die ganz wichtig ist. Man nimmt das Bild, man legt die Hand auf das Bild, schließt die Augen und sendet Gedanken, Gefühle, was auch immer. Fangt am Anfang mit leichten Sachen an, wie du rufst mich an, du meldest dich oder du gibst mir ein Zeichen von dir. Ja, und das Ganze möchte ich ganz gerne, dass ihr vielleicht übt. Übt es bis nächste Woche. Ich melde mich nächste Woche Mittwoch zurück mit dem zweiten Teil. Und beim zweiten Teil geht es etwas tiefer in die Bildmagie rein. Und wir machen die Kerzenmagie. Wir fangen mit Kerzenmagie an, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viele darauf warten, verschiedene Rituale machen zu können. Und darum fangen wir dann mit der Kerzenmagie an. Die bringt aber nur was, wenn ihr fleißig übt. Ich freue mich jedenfalls riesig auf nächste Woche. Mittwoch bin ich wieder da und dann geht der zweite Teil weiter. Der wird ein bisschen länger dauern, weil Kerzenmagie natürlich sehr umfangreich ist und deswegen wird es ein längeres Video das nächste Mal. Da geht es um die Beschreibung der Kerzenfarben, was sie bedeuten, wie man sie selber macht, ob man sie selber machen soll oder nicht, wenn ja, wie. Und dann geht es um die ersten kleinen Rituale. Und ich habe mir vorgestellt, dass wir vielleicht die Liebe dran nehmen, dann ja, ein kleines Liebesritual, dann vielleicht ein Trennungsritual, sodass man mit der Kerzenmagie mal alle Themen abdecken kann. Und deswegen wird das Video nächstes Mal etwas länger. Aber jetzt erstmal zum Üben. Finde ich jetzt genug gesagt, ihr schafft das. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Und wenn ihr Probleme habt dabei, scheut euch nicht, mich anzuschreiben. Ich helfe gerne weiter und beantworte natürlich gerne eure Fragen, wenn irgendwas ist. Einfach melden bei mir. Ich freue mich auf euch und sage schon mal Tschüss, bis nächsten Mittwoch und bis bald. Ciao. Alles Gute bis dahin.